Also passt doch schon. Eigentlich müsste ich noch einen Haufen setzen, damit ich hier noch eine Fischerei machen kann. Weil Fisch habe ich gerade echt wenig. Ne, komm, mach ich. Aber eine kleine. Hier noch Fisch, Fischerei, Fischhütte, dann passt das schon. 70% von der Festung. Oh, Wachturm, dieses Wort. Macht aber nichts. Ich sollte mehr als genug. Hey, der Sausack. Angriff. Geht doch nicht, dass ihr immer weiter angreift. Das ist 3 von 3, nee. Na, ja, das ist easy. Ich schicke da irgendwie 16 Leute hin und der hat. Wie viel zu? Nein. Sobald die zurück sind, dann gehen wir hier weiter. Baracke, Straße bauen, zack. Hier ist Sausack! Guckt euch das an! Angriff mit 21 Soldaten, passt doch. Hoffentlich kann ich dir platt machen, bevor der einen Soldaten reinschickt. Nein, 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 mach schneller! Ach, schön. Mit der Gebäude erobert, mit der Gebäude erobert. Yes. Und jetzt bist du dran. 19. 19 reichen aus. Sind ja viele Generäle dabei. Was ist denn fertig gebaut? Ach, die Wachschuhe ist fertig gebaut. Schön. Einfach schnelles, effizientes Vorholen. Oh, ne. Er hat sie fertig gekriegt. Scheiße. Mit 4 Leuten reicht. 4 Leute reicht für den einen. Das erobert. Jetzt erobere ich noch den hier. Hier könnte ich schön einen Steinbruch hinsetzen. Steine brauche ich ja. Die müssen zwar weit transportiert werden, aber scheiß drauf. Ja, ist eine gute Phase. Wo ist es los? Ah, oh, willst du noch ein Leckerli? Ja, ja, ja. Der ist total heiß auf die Leckerlis. Ja, aber nur eins. Nein, 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 nein. Du hast heute schon viel zu viel bekommen. Ich bin einfach zu nett zu dir. Angriffen 15. Nice. Straße bauen. Straße bauen. So. Jetzt einfach weiter vorrücken. Bauen eine Straße setzen. Ah, genau. Ich, Goldmünzen hinschicken. Da brauche ich keine Goldmünzen. Hier brauche ich auch keine Goldmünzen mehr. Erstens sind die schon hoch genug. Zweitens brauche ich die eher hier unten. Straße bauen. Wachturm. Da fehlen mir schon wieder Leute. Alle Mann raus aus der Festung, alle Mann raus aus der Festung, alle Mann raus aus der Festung. Baracken brauche ich auch keine.
Acht Leute habe ich nur dafür. Ich glaube, hier zwei. Nein. Die kann ich nicht ausbauen. Die Brache kann ich ausbauen. Aber ich habe keine Truppen mehr. Bin zu schnell vorgerückt. Kann ich den Wachturm ausbauen? Nein. Die Wachstube? Nein. Und die baue ich aus. Ich halt noch ein paar fahren. Dann läuft das auch schneller hier. Hoffentlich. Denke ich. Meine ich. Oh. Oh, 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 hübsches Ding. Den kann ich nicht ausbauen. Kann ich hier noch mit Telegebäude? Ja, super. Sogar einen Wachturm kann ich hier bauen. Ist zwar verdammt weit weg von allen, aber egal. Ach, Stube, da brauche ich keine Goldmünzen. Hier Goldmünzen, da Goldmünzen. Und hier Goldmünzen. Ja, wie sieht das allgemein aus? Mir fehlt alles, Zement. Wirklich alles. Wow. Nee. Kohlebergwerk abreißen, ja. So. Mal sehen, ob die eine Wachstube da hinten fertig gebaut worden ist. Ja. Kann ich hier noch einen Fischhaus hinsetzen. Die kann ich nicht ausbauen. Den kann ich nicht ausbauen. Den kann ich nicht ausbauen. Den kann ich nicht ausbauen. Egal. Oh, so ein weiter Umweg hier. So, Ressourcenübersicht. Ich lager nicht viel ein an Futter. Wo die Bäume von 100% arbeiten. Naja. Hier sind nur Generäle drin, da sind nur Generäle. Und hier auch. Ne? Wachstube braucht keine Goldzufuhr und die auch nicht. So, mit 10 Mann kann ich da angreifen. 10 Mann reichen. Vielleicht kann ich das Teil sogar ausbauen, so eine Festung. Das wäre super. Na, ausbauen. Ja, super. Fahne, Straße. Nein, nein, nein. Zurück, zurück. Hä? Schaffe mal schön. So. Nach da, nach da, nach da. Geht doch. So, und jetzt nach. So. Eine verdammt lange Straße. Also setzen wir jede Menge Fahne zwischen. Jede Menge Helferlein mir die Arbeit erleichtern. Beziehungsweise den Transport verschnellern. Verschnellern? Ja. So. Ich bin nicht mehr weit weg vom Portal. Ich glaube, es ist jetzt alles super.
Angriff mit 10 Leuten. Mache ich doch auch noch. Ich gehe zwar am Stock mit. Sind die Steinbrüche. Oh, Scheiße. Habe ich keine Steinbrüche mehr? Ich habe noch wenig Stein. Scheiße. Granitbergwerk arbeitet nur auf 100%, das ist super. Hier das Steinbruch arbeitet auch noch. Noch. Irgendwo muss ich noch gleich Stein herbekommen. Hier ist Eisen und Granit. Oh, Granit, super. Granitbergwerk. Und Eisenbergwerk, ja? Da. So, und damit es noch schneller wird. Ach ja, da war ja hier, ja, diese blöde Mist mit der Straße. Ja? Aber kann man da nicht einen anderen Weg? Nach da, nach da, nach da. Nicht viel besser. Man könnte auch sogar sagen, schlechter. So, wie schaut es unten aus? Das Gebäude habe ich erobert. Kann man die Wachstufe ausbauen? Ja, kann man. Aber man hat ja eigentlich genug Siedler für alles, also könnte ich auch hier überall Fahnen hinsetzen oder nicht? Oder können einen die Siedler ausgehen? Ich hoffe nicht. Ich kriege irgendwie kein Zeugs hier eingelagert. Wieso auch immer. Wahrscheinlich sind die Wege zu beschissen. Also solange die Sachen hier auf 100% laufen, ist mir das egal. Nur meine Bergwerke haben kaum Futter. Ah, scheiße. Heute richtet Steinbruch können. Ja, das kann abreißen. Ja. Okay. Werkzeuge werden hergestellt. Militärisch läuft es auch nicht schlecht. Vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen mehr Stein her. Hier Stein aber absolut nichts mehr habe. Hier ist schon wieder Eisen. Was ist hier? Hier könnte wahrscheinlich wieder Kohle sein. Wachturm kann ich auch ausbauen. Super. Die Wachstube ist Ausbau noch in Gang, aber dauert noch Moment lang. Granit gefunden, Geologe. Wo, oh, da, schön. Granit brauche ich. Ist natürlich am Arsch der Welt. Aber ich brauche Ressourcen. Apropos Ressourcen. Ich sehe noch keinen anderen Gegner. Nur den da unten. Der Ausbau ist gegangen.
Hauptquartier. Oh, ich kann das Hauptquartier angreifen. Mit 18 Leuten. Das sollte auch ausreichen, oder? Viele davon sind Generäle. Da habe ich die Karte mal in Rekordzeit gewonnen. Gegen den Hauptquartier zu stören. Schön. Eigentlich. Komm, ein. Na. Man zerstört das Hauptquartier und der funktioniert immer noch weiter. So der Scheiß. Aber ich muss ja nur zum Portal kommen. Und zum Portal komme ich nicht von da, sondern muss einmal komplett rum. Na super. Okay, wenn es mir noch geht. Rüber kann ich die Goldmünzen zuvor ausstellen. Ich bin so weit ab vom Schuss. Hier muss ich einstellen. Und hier muss ich einstellen. Ah, hier habe ich erobert. Schön. Ausbau ist nicht möglich. Goldzufuhr ein. Und Geologen nach hier schicken. So, wie komme ich am schnellsten rum mal um? Unten lang oder oben lang? 10 Leute. Jo. Ist ein Wachturm, da kann ich auch mehr Leute reinlagern. Ist ein. Aber Wachturm anzugreifen, verbraucht zwar auch mehr Leute oder könnte mehr Leute verbrauchen. Aber in dem Fall nicht. Wahrscheinlich hat er kaum noch Soldaten. Weil seine ganze Wirtschaft am Boden ist. Testen wir mal raus. Ich habe nur 5 Leute. Und wie viel hat er da? Wahrscheinlich nur einen. Ja. Und meiner ist ein General und er so ein komischer normaler Krieger. Schön. Läuft ja. Die vierte Mission ist ja easy, ist ja durchgelaufen. Angriff mit 3 Leuten, na, reicht. Da bin ich schon fast beim Portal. Da bin ich schon beim Portal. Müsste da nur ein Mann da zur Verteidigung. Und der kippt einfach um. Ja, Rekordzeit. Noch den Wachturm. Auch mit 3 Mann angreifen. Und dann ist das Portal meins. Dann habe ich gewonnen. Hey. Nee. Nee, boah. Kann man die vierte Mission schneller schaffen? Ich denke nicht. Oh, der ist ein bisschen stärker. Ist ein Helmchen auf. Aber General schlägt er nicht. Mission gewonnen. Die hier ansässigen Völker gaben vorerst klein bei, denn viel zu groß war ihre Sorge um den letzten schwarzen Pharao. Sein bescheidenes Reich, so erfuhren unsere Gelehrten, wurde von einem gelbhäutigen Volk belagert. So verließen die Nubier in Windeseile ihre letzten Behausungen des Tales. Sie taten uns fast schon leid. Durch unseren Konflikt schien das gesamte Volk recht geschwächt. Uns fiel auf, dass die nubischen Männer unser Schicksal teilten. Auch sie hatten keine Frauen in ihrer Gemeinschaft. Es gab Berichte von gewaltigen Detonationen und dass alle Wege zum letzten Pharao durch Stein- und Geröllhaufen abgeschnitten worden waren. Wir fragten uns, ob wir zu ihm vordringen konnten und betraten erneut eines der mysteriösen Portale. Ja, das war die vierte Mission. War jetzt mal easy peasy. Dann sage ich mal, bis demnächst, bis zur fünften Mission. Macht's gut.